Nach Graziano Rocchigiani hat Boxdeutschland den nächsten Star verloren. Markus Beil ist nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Im Ring war er ein großer Champion. Außerhalb überzeugter Erzgebirger. Um im Profiboxen erfolgreich zu sein, braucht man zahlreiche Qualitäten. Talent kann nicht schaden, noch wichtiger sind Ehrgeiz, Trainingsfleiß und Disziplin. Schlagkraft hilft, ein Kämpferherz und gute Nehmerfähigkeiten helfen vielleicht sogar mehr. Und schließlich gehört Sendungsbewusstsein dazu. Wo Sport und Geschäft aufeinandertreffen, muss man sich verkaufen können. Markus Beil hat bewiesen, dass der letzte Punkt nicht der bedeutendste ist. Am Montag ist der dreimalige WBC-Weltmeister im Supermittelgewicht in einem Berliner Krankenhaus gestorben. Er wird als einer der größten deutschen Boxer der Nachmaske-Generation in Erinnerung bleiben, obwohl er im Gegensatz zu vielen anderen kein Selbstdarsteller war. Die Nachricht von Beils Tod hat die Boxwelt wie ein schwerer linker Kopfhaken getroffen, den man nicht kommen sieht. Für den Sport ist es der zweite harte Schlag innerhalb kürzester Zeit. Am 1. Oktober war mit Graziano Rocchigiani schon eine deutsche Boxlegende bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Beil und Rocchigiani waren sich in manchen Punkten ähnlich. Sie waren geborene Kämpfer, mehrfache Weltmeister, bis zuletzt beliebte TV-Experten und haben die wohl bekannteste Boxerweisheit gelebt: Es ist egal, wie oft du zu Boden gehst, solange du wieder aufstehst. In anderen Bereichen hätten die beiden Ex-Champions nicht unterschiedlicher sein können. Während Rocchigiani für seine Berliner Schnauze bekannt und beliebt war und mit seinen sehr direkten und manchmal beleidigenden Aussagen bewusst provozierte, war Beil ein Mann für die leisen Töne. Ein echter Erzgebirger. Bis zum Sommer hatte er für den MDR die von Promoter Ulf Steinfurt ausgerichteten Kampfabende analysiert. Der Sender gab in Abstimmung mit Beils Familie die Nachricht vom Tod nach kurzer, schwerer Krankheit bekannt. Wir haben nicht nur einen großen Experten, sondern auch einen guten Freund verloren, sagt Steinfurt. Ich bin stolz, dass Markus unsere Veranstaltungen begleitet hat. Wir haben uns oft übers Boxen ausgetauscht. Er war ein großartiger Mensch und ein wichtiger Ratgeber. Beil wurde am 28. April 1971 im sächsischen Ellerbrunn geboren. Obwohl er im Laufe seiner Karriere zeitweise in Köln, Berlin und Bremen lebte, blieb er sein Leben lang überzeugter Erzgebirger, nicht Erzgebirgler, wie er gern betonte. Und er blieb immer Boxer. Seine ersten Erfolge feierte er schon als Schüler für die SG Wismut Gera. 1988 wurde Beil Junioren-Europameister im Fliegengewicht. Für das wiedervereinigte Deutschland nahm Beil an den Olympischen Spielen 1992 und 1996 sowie an den Weltmeisterschaften 1993 und 1995 teil. Für einen Titel reichte es zwar nicht, aber trotzdem ebnete ihm die Amateurzeit mit 235 Siegen in 274 Kämpfen den Weg für die folgende Profikarriere.